Also ich habe mich hier für eine Ausbildung entschieden, weil R+ in dieser Region ein guter Arbeitgeber ist. Und ja, die Mitarbeiter sind hier sehr international und es ist auch ein sehr großes Unternehmen. Also mir ist sehr wichtig, dass mein Arbeitsumfeld stimmt, dass die Mitarbeiter mir gegenüber offen sind, ich sie ansprechen kann bezüglich Fragen, aber sie mich eben auch sehr ernst nehmen. Und die Aufgaben sind auch sehr wichtig für mich, damit ich mich auch weiterentwickeln kann. Also besonders ist hier das offene Betriebsklima. Also die Mitarbeiter gehen sehr freundlich untereinander um, aber eben auch gleichzeitig die Internationalität im Unternehmen. Und dadurch findet eben auch ein sehr großer Austausch unter den Mitarbeitern statt. Also ich finde halt, dadurch, dass das Betriebsklima so angenehm ist, macht es auch immer wieder den Einstieg sehr einfach. Also wir durchlaufen ja ziemlich viele Abteilungen und wenn man dann montags in eine Abteilung kommt, ist es schon sehr angenehm, wenn man da offen empfangen wird und ja, man sich darüber sozusagen keine Sorgen macht, sondern sich auf die neuen Aufgaben gut einstellen kann. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich gerne plane und organisiere. Zum Beispiel Projekte, aber auch Spaß habe daran, die Kunden zu beraten und es eben ein großes Aufgabengebiet hat und man sich da eben in verschiedenen Abteilungen auch weiterentwickeln kann. Also ich habe eigentlich keinen Tag, der irgendwie dem anderen gleicht. Ich habe feste Aufgaben, aber auch variable Aufgaben, die durch Kollegen immer kurzfristig mal reinkommen. Und nehme an Teammeetings teil, kann auch hier mich im Haus weiterbilden durch Workshops oder Academies, wo Kollegen was erzählen. War auch schon auf Außendienstfahrten dabei. Dadurch macht die Arbeit dann auch mehr Spaß, wenn man verschiedene Aufgaben bekommt, die nicht immer gleich sind. Und ja, die Abwechslung ist in dem Beruf schon ein hoher Faktor. Ja, also ich hoffe, dass ich bei R+ bleiben kann. Und es ist eigentlich so, dass R+ sozusagen sehr offen dafür ist, auch die Auszubildenden zu übernehmen. Und da ist die Chance schon sehr gut.